Heute sprechen wir darüber, warum Ordnung in der Oberstufe wichtig ist. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und wenn meine Mutter dieses Video hier sieht, wird sie sich, glaube ich, ziemlich hart den Arsch ablachen, weil sie denken wird, Leo, du bist die letzte Person, die über dieses Thema ein Video mit Tipps machen sollte. Denn ich war meine ganze Schulzeit und größtenteils, also wirklich nahezu komplett auch in der Oberstufe, eigentlich ein reiner Chaot. Ja, ich habe war immer die Person, die Zettel zu spät abgegeben hat. Ich war immer die Person, die irgendwie 100.000 Blockblätter rumfliegen hatte, weil sie irgendwie nicht mal es nicht geschafft hat, die Sachen einzuheften und all solche Sachen. Immer die Person, die von wem anders irgendwie die Hausaufgaben abgeschrieben hat, weil ich vergessen habe, dass die schon bis heute auf waren und all solche Sachen. Das heißt, für diejenigen von euch, die sich da irgendwie auch schuldig bekennen, gerne mal in die Kommentare, dass ich mich hier nicht so alleine fühle. Mit der Zeit, ja, und gerade im letzten Jahr auch, habe ich einfach gemerkt, wie wichtig Ordnung grundsätzlich ist und vor allem auch, was für einen Unterschied es bei euch in der Oberstufe macht. Ja, ich wünschte, ich hätte so vor 4 Jahren das damals schon gewusst und dann irgendwie gecheckt, so okay, nein Leo, es ist nicht cool, wenn dein ganzer Ordner irgendwie aussieht als, was weiß ich, hättest du nicht 1 oder 10 Fächer, sondern noch 100.000 Fächer, weil alles so unterschiedlich angeordnet ist. Ich glaube, dann hätte ich auch vielleicht mit wesentlich weniger Stress nochmal noch bessere Noten schreiben können. Und die Frage ist natürlich, warum ist das so? Ich meine, im ersten Moment mal ist es relativ klar, warum Ordnung wichtig ist. Ja, weil ich meine, wenn du weißt, wo die Sachen sind, dann kannst du sie einfach nehmen und damit irgendwas tun. Nur geht das Ganze, hört das ja nicht auf. Ja, es hört ja nicht an der Stelle auf, dass einfach nett und toll ist, wenn du Ordnung hast, sondern auf der einen Seite ist der Vorteil natürlich der, dass du eben weißt, okay, da sind meine Blätter, so hefte ich es ein, alles schön und gut. Worum es mir aber vor allem geht, was nochmal viel, viel wichtiger ist, ist, dass so wie du deine Materialien angeordnet hast, so ist in der Regel auch dein Kopf angeordnet. Was meine ich damit? Ihr kennt das vielleicht, wenn euer Zimmer immer relativ unaufgeräumt ist, ja, und da bin ich auch sehr, sehr schuldig in der Hinsicht, dann ist meistens auch dein Kopf oftmals abgelenkt, ja, weil allein an deinem Schreibtisch, wenn da 100.000 Sachen rumliegen, du kannst immer während den Hausaufgaben, wenn du an einer Aufgabe nicht weiterkommst, wenn du gerade irgendwie so einen Tagtraum hast, du bist immer total schnell auch dabei, zu irgendeiner Sache hinzugreifen, ja. So zum Beispiel hier, bei uns liegt jetzt gerade hier Stadtland Plus, kein Product Placement, aber so, was weiß ich. Und wenn du halt gerade bei einer Hausaufgabe sitzt, hast du keinen Bock mehr, denkst du, ja, keine Ahnung, guck ich mir das Spiel mal an, lese ich mir die Rückseite durch, ja, oder was auch immer. Oder wenn du so ein Rubik's Cube rumstehen hast, ja, drehe ich einfach mal ein bisschen. Das heißt, dadurch, dass in deinem Umfeld ganz, ganz viele Sachen sind, die du jetzt irgendwie anfassen könntest, mit denen du irgendwie spielen könntest oder was auch immer, bist du natürlich bei den Hausaufgaben wesentlich weniger fokussiert. Wenn du aber hingegen es einfach schaffst, dass auf deinem Schreibtisch nichts da ist, Bro, das wird jetzt ein harter Move, aber egal, mein Bruder im Video, wenn du jetzt, aber das ist jetzt zum Beispiel das beste Beispiel, ja, mein Bruder läuft hier gerade, während ich das Video aufnehme, durchs Zimmer, ich bin sofort abgelenkt, ja, wenn er jetzt nicht da gewesen wäre, wäre ich super fokussiert gewesen. Es hat jetzt nichts damit zu tun, wie konzentriert ich grundsätzlich bin, sondern einfach die Umstände haben halt das dann ausgelöst, ja, und genauso ist es bei euch auch, wenn du eben deinen Schreibtisch hast, wo einfach nichts ist, außer vielleicht dein Laptop, wenn du den zum Beispiel für die Hausaufgaben brauchst, oder einfach nur dein Buch und dein Heft, dann wirst du einfach nur das machen, weil du hast ja gar keine Wahl, irgendwas anderes zu machen. Und das ist jetzt zum Beispiel mit meinem Bruder auch ein super gutes Beispiel, weil Ordnung bedeutet auch nicht nur das, wie es irgendwie auf deinem Schreibtisch aussieht oder wie du deinen Ordner sortiert hast, sondern auch, wie du mit anderen Menschen kommunizierst. Ja, zum Beispiel bei mir ist es so, dass eigentlich niemand, wenn ich jetzt zum Beispiel wie aktuell daheim bei meiner Familie bin, dass jemand in mein Zimmer kommt, während ich irgendwie fokussiert arbeite. Ja, weil sie alle wissen, okay, ich will mich einfach konzentrieren. Und da habe ich einfach sehr starke Ordnung geschaffen, hinsichtlich zum Beispiel auch der Regeln, wie ich irgendwie mir wünsche, dass es zumindest in der Familie in Bezug auf mich abläuft. Ja, das bedeutet, es weiß einfach jeder relativ klar, wann ich ansprechbar bin und wann nicht. Und das war zum Beispiel bei mir auch in der Schule einfach lange nicht so. Ja, da ist einfach jeder immer, wann er Lust hatte, in mein Zimmer gekommen. Bei meinem Bruder ist es bis heute noch so, dass ganz oft einfach ich oder meine Mom dann auf einmal bei ihm im Zimmer stehen, obwohl er gar nicht danach gefragt hat und wir dann einfach über irgendwas Randomes reden. Und das ist sicherlich bei vielen von euch so, ja, dass eure Eltern zum Beispiel eigentlich vielleicht euer Zimmer als euren Rückzugsort und auch als euren Arbeitsplatz vielleicht gar nicht so sehr respektieren, wie es für euch vielleicht gut wäre. Ja, das heißt, überlegt euch mal, habe ich auch Ordnung hinsichtlich
den Regeln, wie andere mit mir umgehen sollen. Ja, das heißt, zum Beispiel, das kannst du einfach mal mit deinen Eltern ansprechen. Hey, mich lenkt das irgendwie voll ab, wenn die Hausaufgaben bei mir reinkommen. Ich habe mir jetzt ein Schild gebastelt, wenn ich das draußen an die Tür hinklebe, bitte einfach nicht reinkommen. Ja, und da müsst ihr manchmal auch eure Eltern noch ein bisschen weiter erziehen. Das Gleiche mit dem Thema Ordnung geht aber auch weiter. Ja, zum Beispiel auch in Bezug auf deine Noten. Manche gehen in die Oberstufe und sagen einfach so, ja, ich versuche einfach mal so das Beste zu schreiben, so was ich kann. Das ist schön und gut, aber gerade für diejenigen von euch, die zum Beispiel Medizin studieren wollen oder die Psychologie studieren wollen oder Jura oder halt irgendeinen konkreten Schnitt brauchen, seid euch ganz, ganz klar, was für Noten ihr dafür braucht. Weil es ist nicht so, dass wenn ihr zum Beispiel jetzt, ich sag mal, für, keine Ahnung, für irgendwas einen Schnitt von 1,3 braucht, dass wenn ihr durchgehend 13 Punkte schreibt, dass es genau das ist, was ihr braucht, um dann schlussendlich auch die 1,3 zu schaffen. Ja? Du kannst sogar ein bisschen schlechtere Noten haben, weil du ja streichen kannst, weil du vielleicht eine Joker-Regelung hast, je nachdem welches Bundesland, weil natürlich auch nochmal die Abi-Prüfungen anders gewertet werden, etc. Deswegen seid ihr auch in Bezug auf deine Noten ganz klar, was erwartest du dir in Bezug auf dieses Halbjahr für den Schnitt? Und auch nicht nur das, geh noch einen Ticken weiter. Was erwartest du dir in Bezug auf Mathe, in Deutsch und in jedem einzelnen Fach, was möchtest du da für eine Note haben? Und auch da bleibt nicht stehen, was erwartest du dir in Mathe in der Klausur und was erwartest du dir in den mündlichen Noten? Dass du wirklich ganz genau immer weißt, hey, das ist jetzt die eine Sache, die ich machen möchte. Weil so entsteht nämlich auf einmal auch wieder Fokus. Ja? Fokus dadurch, dass einfach in deinem eigenen System alles ordentlich ist. Fokus dadurch, dass niemand von außen einfach reinkommt und dich zum Beispiel stört. Fokus und auch einfach dadurch, dass du genau weißt, welche Noten du beispielsweise schreiben willst. Und wenn du all diese Sachen zusammennimmst, dann bist du einfach an dem Punkt, dass du im jeweiligen Moment genau das machst, was gerade wichtig ist. Und das ist diese riesen Entscheidung, Unterscheidung zwischen denjenigen, die immer ganz viel zu tun haben, aber im Endeffekt kein einziges Resultat schaffen, oder denjenigen, die halt gezielt für eine gewisse Zeit Dinge konsequent machen und dann aber auch richtig gute Resultate hinten raus bekommen. Deswegen ist Ordnung so wichtig. Schreibt mir gerne auch noch weitere Sachen ein, vielleicht Ordnungstipps, wie man noch mehr Ordnung beibehalten kann, wo ihr schon gemerkt habt, dass Ordnung richtig, richtig wichtig ist. Gerne in die YouTube-Kommentare, damit sich die anderen Zuschauer hier auch davon inspirieren lassen können. Und ansonsten komm gerne bei uns ins Traumabitur-Coaching. Das ist mein persönliches Coaching-Programm, wo ich dich zu deinem Traumabitur bringe. Einfach erster Link in der YouTube-Beschreibung. Ich freue mich, euch zu sehen. Bewerbt euch da einfach mal und dann schauen wir, ob das Ganze was für euch ist. In diesem Sinne, denkt dran, ich glaube an dich. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.